Schön für dich. Das ist nur bei der Patchfarm. Wir schauen mal lieber, ob, das, ob da nicht eine Gruppe unterwegs ist. Natürlich. Ich will mal gucken, was es bei der Patchfarm so gibt. Vielleicht gibt es da ja voll die geilen Mädels oder so. Da gibt es doch mehr Typen, die allein rumstehen, so. Meine Gruppe hat mich allein gelassen. Und wieso? Weil ich ein Zombie bin! Also ihr verteilt euch richtig geil, muss ich schon sagen. Ja, ihr verteilt euch richtig schön auf eine Stelle. Ja, wie so Dünnpfiff. Was? Dünnpfiff? Verteilt sich auch in der Toilette. Ist doch toll. Meine Vergleiche sind einfach die besten. Boah, willst du wissen, was mein Dünnpfiff macht? Vielleicht spricht er zu dir, wer weiß. Also ich guck mir die Patch schon an, ne? Mir ist egal, was. Ja, ich komme es auch zu dir. Wenn ich da jetzt super geilen Loot finde, ja, dann behalte ich den für mich. Ja, ich hoffe mal, dass es in einer richtig fette Gruppe steht. Mit ja, richtig geiler Ausrüstung. Ja. Wir sind übrigens auf der Route 25, ja? Nicht Route. Nutzt das niemand, die kennt das niemand. Route 66? Ja, genau, die bewegen sich alle nur auf der Route 66. So, da wo ungefähr der Sandro rennt. Wo rennst du hin? Alter, wo. Ja, ich. Sudi, wo rennst du hin? Ich renn schon mal weiter, schon fast die Peins. Ich bleib hier erstmal auf dem Hügel und beobachte. Beobachte, wie ich gleich von dem russischen Squad genutzt werde. Ja, allein deswegen laufe ich schon ganz weit hinter dir her, damit ich alles schon von der Ferne beobachten kann. Ja, das ist für euch quasi wie TV. Ja, wird Shadow genutzt oder nicht? Mehr sehen sie nach der Werbung. Sandro, wo bist du? Ah, da. Ich bin vor dir. Ja. Also hier war der vorhin, der ist hier bei der Tanne hier, bei der, wo ich jetzt hinschaue, ist der hier links runter, da wo jetzt der Sudi rumläuft, könnte ungefähr sein. Aber ich tendiere eher, dass er hier so am Wasser, beziehungsweise an der Straße entlang läuft. Oder wir sind dann irgendwie vorbeigerannt. So wie der russische Squad vorhin bei uns. Warum steht für eine Farm, ganz weit weg von der Farm, 6 Briefkästen? Ne, 4. 4 Briefkästen. Ja, für die 18 Inzestkinder? Hallo? Das hat sich schon mal voll gelohnt, hierher zu laufen. Da liegt nämlich. Nee, da liegt doch nichts. Was frisst denn du schon wieder? Pizza-Baguette? Mhm. Macht fett, Junge. Das Baguette, was macht fett? Kleine Titten sind aufhört. Boah, willst du wissen, wie meine Titten aussehen? Oh, deine Titten aussehen. Du hast Titten? Dick und schwabbelig. Das ist ja mindestens ein C-Körbchen. Ey, lass mein C-Körbchen in Ruhe. Wir laufen jetzt nicht nach Boulder City. Nee, da wollte ich auch nicht hingehen. Oh, dann. Also, ich hab schon mal den Can of Soda gefunden, ja. Das hat sich schon extrem lohnt hierher. Wer schießt hier? Nein. Niemand. Ich nicht. Ich lauf gerade vom Zombie weg. Hast du auf den Zombie geschossen? Nein. Oh, ich bring noch ein paar mehr Zombies mit, ja? Was Belohnung für dich. Also komm mal, Sandro, ja, mit. Sandro, komm mal mit. Muss hier rechts lang. Ja, komm mal bitte in meine Richtung, ja? Nein, ich komm nicht in meine Richtung. Da auf den Hügel kurz drauf, ich will zu denen runtergucken, dann können wir ihnen vielleicht ein bisschen Aufklärung bieten. Mhm. Wo da einer rumschießt. Ich lass dir nicht irgendwie der Finger gejuckt, weil du erschrocken bist. Ach. Boah, hier liegt, für meine Pistole im Magazin. Weißt du, ich komm hier, kloppt jetzt seine scheiß Zombies und er klaut mir den Loot weg. Ja, so ist das Logo, oder? Ist doch alles normal. Wieso verteilen wir uns eigentlich? Sudi, bleib doch mal stehen. Weißt du, das ist. Weißt du, wo der Sudi schon rumrennt? Der ist schon beim 70er-Schild wahrscheinlich hier. Weißt du, das ist echt so ein Assi. Guck mal, ich bring dir ein paar Zombies vorbei, dann kann ich nämlich dein Loot wegnehmen. Weißt du, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Da brauche ich keine Hacker mehr, ey. So ein Assi, ey. Echt. Wollen wir mal. Guck mal, da laufen Zombies hinterher. Töt die mal. Und ihr habt echt ein Schießen gehört. Dann nehme ich dir das 9mm Magazin weg. Ja, ich hab jetzt meine Taschenlampe, ja? Toll. Danke. Nächstes Mal, wenn das russische Squad vorbeikommt, leuchtet er auf mich. Guck mal, da ist er, da ist er. Ah, hier. Hm?
Was ist? Hier kann man reingucken. Wo? Ist nach links gelaufen? Scheiße. Mhm. Hat ja schon wieder einen Zombie an der Backe, ey. Was hast du diesmal vor? Meine Waffe mit der Taschenlampe zu tauschen, so. Oder ich beide könnte meine Solche wegnatzen, ne? Hm? Ja? Oh, da steht noch Wasser auf dem Tisch. Den können wir wegnatzen? Nein. Deck mal nur unseren Rücken. Hm. Ich muss erst mal was essen. Ich glaube, ich esse erst die Müsli-Riegel. So. Also, hat da echt jemand rumgeschossen? Also ich sehe ja keinen rumlaufen. Ja, ich habe vor uns einen Schuss gehört, verdammte Scheiße. Ja, ich habe einen Schuss auch gehört. Ne, ich habe einen Schuss auch gehört. Gibt ein Bild wieder parat. Und ihr wisst nicht, aus welcher Richtung der kam, oder? Doch, von euch. Keiner von uns hat rumgeschossen. Ich habe gefurzt. Ja, das war's vielleicht. Das erklärt den thermonuklearen Schlag. Jetzt weißt du, warum hier alle Zombies sind. Boulder City. Glasfurz beginnt die Zombie. Ah, schön. Die Ruhe. Halt noch ein bisschen mit deinem Hammer und verprügel dich. Warte, die Drecks-Taschenlampe. Was, wenn du noch einmal diese Kack-Taschenlampe auf mich richtest, schieße ich dir in den Kopf. Was? So, jetzt sehen wir mal einen Fight hier, endlich wird's mal spannend. 3, 2, 1. Jetzt legt er sich ins Gras, Typ, ey. Spiel jetzt Pokémon. Los, Pikachu. Genau, ist durchs hohe Gras offen. Er kämpft nun gegen einen Like a God X. Gegen einen Tobi-Mon. Nee, ich würde dann mal vorschlagen. Suddenly a wild Tobi appeared. Der Bug? Oh, ah. Ich habe meine Guga 22. Sie ist so ranzig. Sie mit der trifft man nichts. Auf 100 Meter. Die triffst schon, aber du machst halt keinen Schaden damit, ne? Ja. Der Schaden ist gleich wow. 0. Wow. Das rennt sich auf 0. Warum bekomme ich Schaden? Weil du ein Spacko bist. Keine Ahnung. Aha. Wahrscheinlich hat sich aufs Maul gelassen. Wieso rennen wir alle runter zur Straße? Ich bleib lieber hier oben am Hügel. Hallo, ich will 5 haben. Ey, no, haha. Au. Oh. Sandro, wo rennst du? Ich sehe schon wieder Boulder City, Alter. Ich bin in Hügel und nicht an, zwar. Immer dieses Boulder City, ey. Aber ich hab sie gerade erst Augen verloren. Leg doch mal deine verdammte Spritzpistole weg. Lass meine Spritzpistole in Ruhe. Ich bin eine Frau. Seiten hier hin. Durch die Tannen durch nach Richtung Norden, wo das 70er-Schild auf der Karte ist. Route 17. Nach Richtung Norden. Nach Richtung Norden, ey, wisst ihr, dass wir bald das Ende unserer Zeit erreicht haben? Ja, ich weiß, wir sind schon mal 1,54. Werden wir alle sterben? Oder meistens Aufnahmezeit? Ja. Was, ein Festplatte ist wieder voll? Nö. Hey. Nö, das nicht, aber er meinte nur 2 Stunden aufnehmen, aber komm, 3 geht locker, 4 geht auch. Ah, 5 ja, dann hat der Klaas aber wieder Bock mehr, da muss der Klaas wieder irgendwo hin. Ja, der Klaas muss wieder kacken. Am Wichsen ist wichtig. Muss der Klaas wieder irgendwas Wichtiges machen, weiß ich nicht, Fernsehen gucken. Ja, alle 2 Stunden am Wichsen ist das. Mindeste. Ja, dann wichst du halt nebenher ein. Das fällt nicht auf, wenn du mal so zwischen. Das sind ganz normale Zombie-Geräusche. Die müssen sie noch einführen hier. Der Wichs-Zombies oder was? Der mit Lümmel da in der Stadt rumlaufen. Ein Lümmler. Genau, Lümmler. Aber ohne Scheiß, was seid ihr denn? Nach Norden. An der Straße noch nur. Wir wollen nach Frosty Pines. Mhm. Da, wo die ganzen Banden und Cheater hocken. Ja, für unser ganzes Stuff, die wir uns jetzt gesammelt unsere haben. Unsere Abonnenten verlangen noch ein bisschen Action. Das Einzige, was jetzt spannend war, war jetzt eigentlich, dass die Russen so knapp an uns vorbeigelaufen sind. Also bei mir in der Aufnahme. Schaut unsere an. Die von Shadow müsst ihr nicht anschauen. Wie er respawnt und so.
Ja, vielen Dank auch, ey. Ja, ich mach jede Werbung, oder selbst wenn sie negativ ist, ist Werbung. Ja, na oder vielen nicht? Dank, ey. Ja. Ich hab dich auch gern. Ja. Wir lieben dich alle, Felix. Ich sauge es in mir auf. So, und der Sandro hat uns. Wo ist eigentlich der Klaas schon wieder? Ja, der hat uns verloren. Also weiter. Wir müssen auch ein paar Männer. Egal, wir haben einen guten Mann zurückgelassen. Er muss halt Opfer bringen. Er bildet die Nachhut. Harald, davon wäre noch nicht ihm ist. Er bildet die Nachhut. Verpeilt und blind. So. Und wir sind die Vorhaut, oder? Der muss jetzt kommen, oder? Nein, muss ja nicht. Da war Pflicht. Was ist denn das da oben? Berg. Nein, das Weiße auf dem Berg. Nee, Schnee. Nein. Geht's nicht weiter? Komm, den letzten Millimeter nicht hoch. Nein. Sind wir in der unsichtbare Wand? Ist das 70er-Schild? Ist unsichtbare Wand. Wir sind schon beim 70er-Schild, ja. Aber nicht auf der Straße, sondern am Hügel oben. Ganz oben. Erst schlucken, dann reden. Erst schlucken, dann schmücken. Vorher noch Nuckel, ne? Jawohl, eine unsichtbare Wand blockiert uns, damit wir nicht aus dem Spielfeld hinauslaufen. Oh ja, hier ist sie. Ich renne dagegen an. Vielleicht komme ich ja durch. Ich habe die Macht der Jedi. Eine unsichtbare Wand hält uns auf. Eine Mand? Und nun fick ich Sudi an. Sudi, du vibrierst so schön. Wer vibriert? Hast du schon wieder den Vibrator auf angemacht? Was? Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Ich nur Vibrator. Ja, es kommt hin. Ja, so wie das Charakter hat halt integrierte Vibrationsfunktion. Geh weg von mir, Alter. Ich hab Angst. Oh, da gibt's wieder Möpse. Hä? Was? Geh weg. Möpse? Ich sehe mich um, das letzte, was ich sehe mit dem Fernglas und Möpse. Und eine Sonnenbrille. Und Möpse. Also, lass die Sonnenbrille weg. Die Sonnenbrille ist kacke. Ich kann man die, auch auf die, kann man die auch auf die Möpse drauf machen? Sonnenbrille? Oh ja. Warten wir mal auf den Sandro oder was machen wir? Willst du mit dem Nippel nicht geblendet werden oder was? Welcher Sandro? Den kenne ich nicht. Kann man jetzt überhaupt übers Wasser schon laufen? Das wäre geil. Dazu musst du den Charakter Jesus nennen. Yep. Oder like a God. Nee, Gott kann nicht übers Wasser laufen. Gott kann alles machen. Nein, Gott kann nicht übers Wasser laufen. Er kann es nur teilen. Ist so Stress? Da kommt jemand. Wo? Was? Ja, Mann, ich bin in der Straße. Ah ja. Kein Schläger hier. Jetzt einfach mal abdrücken. Braucht jemand einen Baseballschläger? Da kommt jeder angerannt. Ja, fehlt noch in meinem Inventar. Warte. Vor allem, wie auffällig alle in den Büschen sitzen, weißt du? Alle mit der Waffe in die eine Richtung gesetzt. Ich schaffe mal Hedy hier. Auf wen denn? Ich muss. Der, wo kniet. Wohin geklickt hat. Nein, das will ich, du Wichser. Ich glaube, ich bespritze dich mit meiner Wasserspritzpistole. Oh, ich sehe ihn auch. Wenn man scoped, warum vorne so ein Schlappschwanz? Das bewegt sich erst hin und her. Wo ist da der Sinn? Boah, jetzt kommt hier schon wieder Brüstfernglas gelaufen. Oh ja. Also wenn du keine Brüste magst, dann weiß ich bei dir auch nicht weiter. Nicht, wenn sie mal mitten ins Fernglas laufen will. Er mag ja doch. Eignen. So ist das halt. Ja, die neue Partnerbörse. Schön, Brüste ja. Mit Niveau. Nein, man kann nicht ins Wasser. Hm? Ja, du heißt man nicht... kann schön hier am Strand spazieren gehen. Ja, komm, machen wir einen gemütlichen Strandspaziergang. Ja, einen Strandspaziergang neben den eisigen Bergen hier in Colorado. Ja. Warum auch nicht, ne?
Da vorne ist ein Skilift. Ja, den habe ich schon gesehen, deswegen habe ich ja gefragt, was ist das da oben? Und dann haben alle gesagt, Berg.